Peggy 16. Wir haben uns entschieden, drei wesentliche Fraktionen in Risen 2 einzubauen. Zum einen sind das die Eingeborenen aus Aborea, die Inquisition, die man auch schon aus Risen 1 kennt, und eben die Piraten, die der Dreh- und Angelpunkt unserer Geschichte sind. Wir wurden immer gefragt, irgendwie, mit den Gnomen müsste man auch ein bisschen mehr machen können. Ich finde es schade, dass man mit denen nicht reden kann und dass sie einfach nur irgendwelches Gemüse ist oder sind, irgendwie die über den Level laufen, die man halt platt hauen kann. Man kann jetzt sehr viel mehr über die Gnome erfahren. Die Gnome können sehr viel mehr. Man kann mit den Gnomen jetzt sprechen und man kann sich auch mit denen anfreunden, wenn man möchte. Das ist Jafar, ein Gnome. Gnome sind nicht die großen Kämpfer, das sind neugierige kleine Burschen. Manche nennen sie Diebe. Ich kann mich in der Zwischenzeit mit ganz anderen Dingen beschäftigen, wenn Jafar nach jedem Kampf durch die Gegend wetzt und irgendwie Gegenstände, die in die Büsche gefallen sind, für mich plündert. Und ich kann ihm einfach sagen, gib mir alles, was du eingesammelt hast. Ato, Grande Dango, große Gefahr! Einem Gnom zu verbieten, Sachen zu sammeln, wäre so, als würde man ihm verbieten, zu atmen. So. Und das ist halt ihre Kultur, das ist ihr Wesen. Und jeder wird auf große Reise geschickt, ja, auf eine große persönliche Reise, um einen ganz, ganz besonderen Gegenstand zu klauen, zu besorgen halt, ne, für seine Grabstätte, damit er dann auch ins nächste Leben übertreten kann. Das ist deren Philosophie. Die Inquisition war eine Mischung aus einem Kampfmönch mit einem Stab, also einen Kampfstab hatte der, und Magie, also Kristallmagie, mit dem man irgendwie den Gegnern Magiesprüche um die Ohren ballern kann. Und jetzt hat sich die Inquisition gewandelt, die Magie ist halt von der Welt verschwunden und entsprechend hat sich das auch auf die Inquisition ausgewirkt. Die Vorgabe war auch erstmal wieder relativ relativ grob. Ich habe ganz viele Entwürfe mal wieder gemacht, um halt so ein bisschen einzukreisen, was wir machen wollen. Und dann irgendwann, aus Verzweiflungstat, habe ich mal wieder das Medium gewechselt und was mit Feinleiter gemalt. Und da ist dann ungefähr was bei rumgekommen, was sie sich haben vorstellen können. Insgesamt ist die Inquisition sehr straff organisiert, die sind sehr straightforward, deswegen haben die auch für gewöhnlich eher einen kurzen Haarschnitt und die laufen auch gerne mal im Stechschritt umher. Und deswegen bietet sich das halt auch an, denen jeweils uniformartige Rüstung zu geben. Es passt zum Piraten-Setting, dass man in Dschungelgebiete kommt, ja? Also rennen da auch Eingeborene rum. Und zu den Blauröcken passen auch irgendwelche Sklaven oder Arbeiter, wie sie sie selber nennen, auf Zuckerplantagen, die halt für den Rum halt Zucker abbauen, um sie dann an die Piraten zu verkaufen beispielsweise. Das ist ein Krieger. Es gibt, neben den Kriegern gibt es noch die Schamanen, die gleichzeitig die Chefs sind. Und die Jäger, die sind verhältnismäßig schmaler als die Krieger, die jetzt zu diesem Zeitpunkt noch so wilde Hörner haben, die haben sie später nicht mehr. Anders als die Jäger hat er eine Rüstungsplatte in der Mitte. Er hat jetzt hier so eine Holzplatte auf der Brust. Man ist am Anfang gezwungen, sich den Piraten anzuschließen, kann aber auch in den anderen beiden Gilden die Fähigkeiten erlernen. Das heißt, die Struktur des Spieles bestimmt sich letzten Endes dadurch, ob man sich eher auf die Seite der Eingeborenen oder eher auf die Seite der Inquisition schlägt. Wir versuchen immer so ein bisschen unsere Aufgaben, die Story mit den Fähigkeiten, die der Spieler hat, zu verweben. Das bedeutet, dass wenn ich mich für die Inquisition entscheide, dann bekomme ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Questreihe, in der ich eher schießen muss. Wohingegen, wenn ich mich für die Eingeborenen entschieden habe, dann werde ich Voodoo anwenden, um an mein Ziel zu gelangen.
Wiederspielbarkeitswert des Spiels war uns sehr wichtig. Und entsprechend hatten dann auch mal die Fraktionen entsprechende Auswirkungen auf die Geschichte oder halt auf den Werdegang des Spielers. Die Piraten selber sind oft besoffen. Wenn sie trinken, dann taumeln sie in der Gegend herum und da ist natürlich ein kompletter Animationssatz notwendig. Es gibt mehrere Versionen des Gesichts in verschiedenen Situationen. Mit Augenbrauen hoch, Augenbrauen runter, Mund auf, Mund zu.